Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Tears of the Kingdom. Wir sind auf dem Weg Richtung Zwillingsberge. Haben im letzten Part uns hier ein bisschen umgeschaut in diesem Hochgebirge. Und ich sehe es gerade, da unten sind Konstrukte. Was machen die denn da? Die sollten wir uns definitiv noch kurz anschauen. Aber, oh. Ich wollte gerade sagen, hier könnte noch was sein. Hier ist ein Krog. Blödes Mistvieh. Komm, jetzt. Willst du jetzt stehen bleiben, du blödes kleines Vieh? So. Zeugs klauen und dann auch noch abhauen wollen. Ja, ja, kennt man ja. Gut, also zurück zu den Konstrukten. Was bewachen die denn da? Die bewachen da eine Truhe. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Das ist schlecht. Haben wir eine einhändige Waffe? Dann könnte ich nämlich meinen... Ja, hier, Laserkeule. Perfekt. Das machst du ja wohl auch. Was zum Henker war das gerade? Wow. Also die machen hier keine Gefangenen. Meine Güte. Lass dein Kram fallen. Du der Idiot. Waffentasche ist voll. Schade. So. Achso, ja, da ist immer ein Stock. Gut, den sind wir dann auch los. Beta-Elite-Konstruktoren. Okay, hier sind noch Feuerfrüchte. Das hier würde ich ungern liegen lassen. So. Also, was zum Henker habt ihr hier so stark bewacht? Achso, das ist eine Energiesphärenkeule. Eieiei. Sprungfedern. Ernsthaft. Ich meine, die haben hier drum gekämpft, als würde es hier um die Bundeslade persönlich gehen oder sowas. Ah, wie auch immer. Das da sieht noch ein bisschen suspekt aus, aus meinen Augen. Kann aber auch sein, dass hier nichts ist. Du nervst. Geh weg. Wasserfall wird kaum was sein, aber den können wir benutzen, um wieder nach oben zu kommen. Hoffe ich doch zumindest. Soll eigentlich mit der Zora-Rüstung sollte das eigentlich klappen. Ja, wenn ich denn gegen die Strömung ankommen würde, was ich nicht tue. Sind Spurtlinge. So, aber so geht's. Praktisch. Oh, ganz schön viele Spurtpfeilchen hier. Ah ja, genau, hier haben wir im letzten Part den Krog gefunden. Dann sind wir jetzt hier auch schon wieder an unserem Ausgangspunkt angekommen. Wo unser trommelnder Freund Honig haben wollte von uns. Weirder Typ. Lass uns gleich mal wieder in die andere Rüstung switchen. Gehen wir uns mal in Richtung des Stalls, würde ich sagen, als erstes. Denn das sollte uns eigentlich einen weiteren Stallpunkt geben. Und uns wurde ja versprochen, dass wir dann einen neuen Sattel bekommen würden. Bin ich mal gespannt, wie der ausschaut und ob der eine Funktion hat. Und da oben ist doch sicher ein Krog. Ich sehe da einen Stein auf einem einsamen Felsen liegen. Das muss ein Krog sein.
Wobei, man weiß es in diesem Spiel ja nie. Dann schon öfters die gleiche Situation und dann war es doch nichts. Aber das ist schon sehr auffällig. Ah, du bist doch sicher ein Krog. Was soll das Ding sonst hier oben machen? Ja, natürlich. Cool. 32 Krogs haben wir damit. Oder Krogsamen haben wir damit zusammen. Jetzt sind wir bei dieser interessanten Brücke hier. Ja, also hier gibt es einiges an Baumaterial. Ansonsten sehe ich jetzt hier nicht viel Spannendes. Kann nur gut sein, dass unter der Brücke vielleicht noch ein Krog versteckt ist. Die verstecken sich gerne unter Brücken. Okay, also ohne die Sora-Rüstung komme ich hier echt nicht gegen die Strömung an. Ist das hier starke Strömung? Meine Güte. Wollt ihr mich verarschen? Das geht nicht mal so. Okay, dann halt noch ein Spurtrank. Okay, ich geb's auf. Die Strömung hier ist insane. Dann schauen wir uns das Ganze halt von der anderen Seite an. Davon geht die Welt auch nicht unter. Hätte aber nicht sein müssen. Ist echt nix. Kein Krog. Nur so eine komische alte Kiste. Oh, hier sind Pfeile drin. Die nehme ich doch gerne. Ja, aber ich glaube, sonst ist hier, so komisch das klingt, nix. Gehen wir hier wieder hoch. Da ist ein Lager. Okay. Was macht dieser einsame Exalfoss denn da vorne? Abgestellt, um diese Flöße zu bewachen, oder was? Kann einem ja fast ein bisschen leid tun. Oh, komm! Oh, hoffentlich hat das wehgetan. Oh. Ja gut, dem renne ich jetzt nicht nach. Was ist das für ein komisches Lager mit einem Hylianer drin. Monsterlager verstehe ich ja. Oder ein Lager von irgendwie wandernden Leuten oder sowas. Aber das sieht schon echt groß aus hier. Schau mal. Was habt ihr denn für welche? Also ihr seid nervig. Das wissen wir ja schon. Ob alle wohl auf sind? Die Reparaturen sind wichtig. Ah, hallo, ich habe gerade eine Menge zu tun. Bist du einer der Reisenden? Truppenführer Holm und die Monsterwehr kämpfen gerade gegen die Monster hier in der Nähe. Ah, und zwar an der Athenofestung. Also geh auf die Straße, besser nicht so weit Richtung Osten. Wenn dich der Kampflauf interessiert, kannst du natürlich zusehen. Aber pass auf, dass du hier auch angegriffen wirst, ja? Okay. Oh, bist du auf der Durchreise? Hier in der Nähe wird Holms Truppe, also die Einheit 1 der Monsterwehr, bald ein paar Monster bekämpfen. Wenn du nicht großes Vertrauen in deine Kampfkünste hast, solltest du dich von dieser Truppe fernhalten, wenn du sie siehst. Holms Einheit ist gerade auf dem Weg zur Athenofestung, die liegt östlich von hier. Man muss nur der Straße weiter folgen. Okay. Ihr Ziel ist es, die Monster zu besiegen, die sich dort einen Stützpunkt eingerichtet haben. In der Athenofestung? Ich unterstütze Holms Truppe, indem ich mich um die Pferde kümmere und Medizin herstelle. Ich war so besorgt um die Einheit, dass ich jetzt zu viel Medizin habe. Auf Reisen kann man Medizin doch immer gut gebrauchen. Du kannst gerne welche von mir haben, wenn du möchtest. Na gut, Schleichmedizin ist jetzt nicht so praktisch. Ja, trotzdem, aber die Einheit ist im Kampf jetzt zwar schon erfahren, aber die Monster sind diesmal besonders stark. Ich mache mir Sorgen. Ich wäre beruhigt, wenn jemand mit Vertrauen in seine Kampfkünste aushelfen könnte. Ja, ja, machen wir.
denen helfen wir doch gerne. Achso, ich wollte aber eigentlich eher in die Richtung. Achso, nee, passt, glaube ich. Das zweigt hier, glaube ich, einfach ein bisschen ab, aber wir wollen ja in Richtung des Stalls. Hä? Noch ein Konstrukt? Warum sind hier so viele Konstrukte, meine Güte? Oh mein Gott, da vorne ist eine Feenquelle, Leute. Was zum... Wow. Okay, also kurz oben ziehen. Wir wollen wieder Angriffskraft boosten. So, und dann nehmen wir hier den starken Konstruktbogen und hauen diesen Idioten eins aufs Auge. Zack. Du bist gleich der nächste eins ins Auge bekommt. Was dich sogar killt. Der ist definitiv stärker. Uiuiui. Der hat einen ziemlichen Schlag drauf, meine Güte. Was ist das für eine Waffe? Achso, das ist ein Schleichling. Ja, die Pilze haben ja diese Schubswirkung. Genau. Lästig. Aber ging eigentlich doch ganz gut. So, jetzt noch dieses Konstrukt da oben und dann müsste sich hier die Truhe öffnen. Bitte, geht doch. Ich hoffe, wir kriegen da was Gutes von. Dieser coolen Monstertruhe hier. Oh, drei Kanonen. Ist nicht übel. Haben wir bisher noch in keinen Kapselspender gefunden, glaube ich. Also. Hier ist halt auch Potenzial für Crocs gigantomanisch. Da ist aber gerade noch eine Ruine runtergekommen. Die könnten wir benutzen, um uns hier mal einen Überblick zu verschaffen. Ist das eine Höhle da vorne? Du bist doch jetzt nicht ganz sauber. Geh weg. Ist das denn eine Höhle? Höhle mit dem Totenschädel als Eingang. Auch spannend. Na dann. Das ist eine sehr baumbelastete Insel da oben. Spannend. Ah, bei der, da waren wir ja schon. Das da vorne ist, glaube ich, die Startinsel. So, und was erwartet uns jetzt hier so alles? Gibt es hier, by the way, eine Geoglyphe? Nein. Wir könnten eigentlich gleich mal den Schrein da machen. Ich weiß nicht, ob das der Schrein ist, der zum Stall dazu gehört. Der scheint mir ein bisschen weit weg zu sein dafür. Ich meine, in Breath of the Wild gab es da unten noch einen. Aber wenn wir schon mal die Höhe haben, lasst uns den gleich mal mitnehmen. Es sei denn, das ist wieder einer dieser Zwillingsschreine. Die gab es hier, ja. Also der untere war mit dem oberen quasi verbunden. Ob wir das beibehalten haben. Esoze. Schrein. Weste Kloder. Na gut. Ka.
Kampftechnik. Schild. Oh, okay. Tutorial-Schrein. Dieser Schrein läutet ein Übel aus vergessenen Tagen. Du, der du ihn besuchst, folge unseren Anweisungen. Pariere einen Fernangriff im richtigen Moment mit dem Schild, um das Geschoss zurück zum Gegner zu reflektieren. Ah ja? Allein dieser Angriff führt hier zum Erfolg. Bereite dich gut darauf vor. Okay. Das könnten wir mit einem von den Sora... Oder wir machen es mit einem Sonanium-Schild. Das ist ja cool. Das wusste ich nicht, dass das geht. Ausgezeichnet. Achte auf das Element des gegnerischen Angriffs und pariere ihn mit einem Schild, um ihn zu reflektieren. Das sollte jetzt wohl besser kein Metallschild sein, ne? Habe ich denn was aus Holz? Weiß nicht, ob das hier aus Holz ist oder was das ist, aber wir nehmen es jetzt mal. Gut, es scheint nicht zu reagieren darauf, das ist gut. Ich glaube, ein Metallschild würde uns hier einfach brutzeln, weil es halt leitfähig ist. Muss ein bisschen weiter wegstehen. So, komm nochmal. Schlecht getimt. Komm schon. Alle Techniken gemeistert. Sie wird hier mit Zugang zum innersten Bereich gewährt. Schön. Dankeschön. So. Die Energiesphäre sollte man definitiv noch mitnehmen. Und. Ja, hier jetzt Metall- und Holzschilder gegeben. Das Holzschild wäre wohl beim Feuerangriff verbrannt. Metallschild hätte uns gebrutzelt. Oh, noch ein massiven Sonaniumschild. Cool. Nice, damit haben wir einen super Ausgangspunkt, um die Region hier zu erforschen. Wir schauen uns jetzt definitiv mal als nächstes den Stall an. Was schwimmt denn da? Oh nein, nicht schon wieder so ein Krog. Man muss da einfach genug Zug drauf kriegen. Haben wir denn noch... Eine Rakete wäre cool. Aber nein, das haben wir nicht. Aber was wir haben, ist ein Rad. Ja, aber nur eins. Ja, wobei, vielleicht reicht das sogar. Ja, eher nicht. Gibt es denn hier was, mit dem wir es bewegen könnten? Ich meine, wir können auch einfach einen Heißluftballon dran machen. Das geht bestimmt auch. Hier.
Weiß halt nicht, ob das genug Power hat, aber das finden wir jetzt raus. Aber nicht so. Ich wollte, dass das schön nach oben zieht. Und dafür muss es nun mal gerade sein. So. Ja, ja, das wird schon reichen. Dann brauchen wir einen Flammenwerfer. Den müssen wir jetzt dann auch hinlegen. Okay, wunderbar. Dann mal da rein und zack. Ja, das geht. Okay, nice. Eigentlich sind die ganz lustig, diese Korkens hier, Krog. Ist ein bisschen speziell und du musst ja was überlegen. Und das ist eine Insel, die wir noch nicht betreten haben, glaube ich. Oder? Ah, doch, da waren wir sogar schon. Ja, nice. Dann haben wir sogar noch einen besseren Ausgangspunkt, um uns hier umzuschauen. Warum ist da einfach mal die Quelle der Fee? Sehr seltsam. Fast schon ein bisschen verdächtig. Hier haben wir ein Lenkplättchen. Windräder. Gleiter. Das Ganze sogar gepaart mit einer Zusatzbatterie. Die lag nämlich auch da irgendwo rum, oder? Ja, ja, da oben. Interessant. Also, ich bräuchte einmal ein Äuglein. So. Oh, da unten ist ein schwarzer Bockblin. Den sollten wir schleunigst entsorgen. Gut. Die können nämlich echt gefährlich werden. Das haben wir schon öfters gesehen. Also, dann lasst uns da mal hochgehen. Ich sagte, wir wollen da hoch. Mein Pro-Controller macht manchmal komische Sachen. Ach, das geht gar nicht? Okay, wow. Aber die Truhe können wir öffnen. 5 Holzpfeile. Okay, nice. Dann kriegen wir hier nämlich nochmal 5. Und dann klettern wir da halt hoch. Wehe, da ist nichts. Nee, hier sind nur Bombenfässer. Hätten wir auf die Gegner runterwerfen können natürlich, aber ging ja auch so ganz gut. Na gut. Ich will das halt schon einfach mal zur Feenquelle. Bevor wir uns jetzt hier mit dem Stall auseinandersetzen. Die Feenquelle ist definitiv interessanter. Ob die wohl auch irgendeinen Musiker will? Die letzte wollte ja einen Geigenspieler, den haben wir nicht getroffen. Aber wir kennen einen Trommler bisher. Vielleicht mag die ja trommeln. Mich in eine solch abstoßende Welt rufen zu wollen. Wahrscheinlich bist du sowieso nur irgendein Monster. Als ob ich einem Monster den Segen verstärkter Kleidung gewähren würde. Ich dachte, in der Nähe eines Stalls könnte ich vielen Reisenden mit meiner Fähigkeit helfen. Wer da ahnen könnte, so etwas passieren würde. Ah, ich sehe mich so sehr nach dem Klang von Trommeln. Ein solcher Klang gibt mir neuen Mut, sodass ich mich vielleicht heraustrauen würde. Okay, die will wirklich Trommeln hören. Wisst ihr was aber, dann gehen wir jetzt kurz zum Stall. Und dann holen wir im Stall des Waldes doch unseren Freund von der letzten Folge ab. Wisst schon, der Typ, der da oben unterwegs war und getrommelt hat.
weil sie hier will Trommeln hören. Kann sie haben. Okay, aber zuerst mal zum Stall. Ist hier noch was? Oh, hier sind Zettel. Aufgrund starker Beschädigung ist der Durchgang nur eingeschränkt möglich. Pferde nicht erlaubt. Oh, okay. Ein Gleiter ist hier dafür. Okay. Ja, nice. Schauen wir mal. Ach, ist hier die Bühne für die Musiker? Es regnet, oder? Nee, gar nicht. Oh, mein Herr, du bist ein Reisender, oder? Ich sehe doch gleich, dass du weiter rumgekommen bist. Hast du jemals irgendwo das Gerücht über legendäre Nachttisch gehört? Bis auf die Info, dass man irgendwo im Wald danach suchen soll. Naja, mehr Anhaltspunkte gibt es nicht. Aber an der Duft des Nachttischs soll bewirken, dass Monster die Flucht ergreifen oder so ähnlich. Was? Diese Antwort bedeutet, dass du auch keine Ahnung hast, oder? Weil mutiger Held jeden Nachspeise auf seinen Reisen stets bei sich trägt? Ob es allein mit ihrem Duft in der Lage ist, Monster in die Flucht zu schlagen? Dieses mythische Master-Dessert... Master-Dessert? Tatsächlich irgendwo in den Wäldern verbirgt? Egal, wenn ich frage, niemand weiß was. Womöglich bin ich nur auf den geschmacklosen Gerücht herangefallen. Kann es sein, dass du das Master-Schwert meinst und nicht das Master-Dessert? Oh, herrje. Was ein Trottel. Hier mal schauen, ob auf der Pferdenase noch ein Krog ist. Könnte ja sein. Ich traue diesen kleinen Viechern alles zu. Nee, aber... Pan ist hier. Hey! Ach du bist... Ich hätte wissen sollen, dass jemand wie du Regen ausnutzen weiß, um sich anzuschleichen. Hab ich vielleicht erschrocken, da sträuben sie ja mehr die Federn. Nein, nein, nicht, weil du dich unbemerkt angeschlossen hast, Kollege, sondern Prinzessin Zelda wurde... Sie wurde entführt. Was? Kollege, hast du jemals von der Jägerbande gehört? Diese Tunichgute soll ein böses Wesen verehren und etwas gegen Prinzessin Zelda im Schilde führen. Jetzt haben sie sie sogar entführt. Ach, das wissen wir, weil sie die Redaktion eine Nachricht zukommen haben lassen. Wir haben Zelda. Sie befindet sich in der Kluft in einer der großen Zwillingswände. Wie du dir vorstellen kannst, ist Kletis ganz außer sich. Ich bin hier, weil ich dachte, dass Zwillingswände vielleicht etwas mit dem Stahl der Zwillingsberge zu tun haben. Aber jetzt habe ich noch nicht einen einzigen Hinweis gefunden. Trotzdem, mit diesem Jäger werde ich ohne viel Federlesen aufräumen, Kollege. Okay. Zwillingswände. Kann ja eigentlich dann nur da irgendwo in der Mitte sein, oder? Ich bin sicher, wir werden es noch rausfinden. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber irgendwann. Und da bist du? Sieh an, ein Reisender. Danke, dass du uns trotz des schlechten Wetters besuchst. Willkommen im Stall der Zwillingsberge. Wie der Name schon sagt, befinden wir uns hier am Fuße der Zwillingsberge. Wenn du eine Wegbeschreibung brauchst, frag einfach mich. Fusarin. In letzter Zeit hat sich hier einiges verändert. Vielleicht ist nichts mehr so. Vieles ist nicht mehr so wie früher einmal. Besonders in Kakariko und Hateno gab es große Veränderungen. Was ist denn in Hateno passiert? Also Hateno liegt am Rande von Hyrule, weit im Osten von hier. Es war mal ein idyllisches Dorf, berühmt für seine frische Milch und andere lokale Produkte. Doch jetzt ist die Inhaberin des Bekleidungsladens eine weltbekannte Modeschöpferin. Und damit ist Hateno die neue Modehauptstadt von Hyrule. Lieber das Alte bewahren oder auf das Neue setzen? In Kakariko und Hateno jedenfalls hat sich einiges getan. Ja, ja. Laber mal nicht. Wie schön, dass du trotz des schlechten Wetters hergekommen bist. Vielleicht kommen Stall der Zwillingsberge. Danke, dass du unsere Stelle nutzt. Da dies dein erster Besuch in diesem Stall ist, erhältst du einen Stallpunkt als Bonus. Treuepreis wartet. Nice. Oh, da hast du schon einige Punkte gesammelt, Link. Wenn du sie für Prämie einlösen möchtest, sprich mich doch über das Stallmitgliederbuch an. Gut, dann nochmal von vorne. Nee, aktuell möchte ich gar nichts von dir, danke. Terry ist wieder hier. Oh, ich bin nicht überrascht, sie hier zu sehen. Schließlich sind sie wir beide Abenteuer vom selben Schlag. Ja, das lasse ich jetzt besser mal unkommentiert. Aber deine Pfeile nehme ich gerne. Ja, da freut er sich. Macht er Kasse. Ja, alles ausverkauft. Dann hol mehr. Mann, Mann, Mann. Gut, ich würde noch kurz die Prämie einlösen wollen. Hey! Einen Moment, einen Moment!
Möchtest du also eine Prämie für deine Schadelpunkte, stimmt's? Oh. Für 13 Schadelpunkte also einen Reisesattel. Okay. Dieser Standardsattel eignet sich, um lange Strecken zu reiten. Er ist sehr widerstandsfähig und wird wegen seiner hohen Lebensdauer von Reisenden bevorzugt. Das Reisesamzeug gehört auch dazu. Also nimm es doch gleich mit. Okay, cool. Standardsamzeug für längere Reisen ist kein besonderer Hingucker, dafür aber jedes Perk geeignet und deshalb bei Händlern und Reisenden zugleich beliebt. Wenn du noch 3 Stallpunkte mehr sammelst, dann kannst du hier im Stall die Mähne deines Pferdes frisieren lassen. Vielen Dank, dass du unsere Stelle nutzt. Cool. Ich begebe mich dann mal, glaube ich, warte mal, kann ich mich da nicht teleportieren? Zum Stall des Waldes, der ist, glaube ich, hier oben am Dorf der Orni irgendwo war der. Ja, hier, Stall des Waldes. Lasst uns da mal kurz schauen, ob wir da unsere Musikerfreunde wiederfinden. So, da sind wir auch schon am Stall des Waldes. Warum fällt da Zeug runter? Ich gehe schwer davon aus, dass wir hier oben schon waren. Trotzdem, wenn mir Zeugs was auf den Kopf fällt. Achso, das hilft uns einfach da hochzukommen, richtig? Würdest du dich jetzt mal bewegen? Boah. Das bringt uns hier hoch. Und das bringt uns was? Keine Ahnung, aber wir wollen ja sowieso nicht hier hin, sondern zum Stall. So. Ach, warte mal, wir könnten den Hund noch füttern. Lass uns das gerade mal machen, dann haben wir nämlich das auch erledigt. So. Komm, Hundi, du darfst... Ups, sorry. Du darfst fressen. Hier. Lecker Fleisch. Du willst noch mehr? Vielleicht gibt er uns doch nichts. Was bist du denn für eine? Endlich, endlich ist mein... Es ist mein. Das Geschirr, nachdem sich mein Herz so sehr sehnte. Und dafür muss ich nur etliche Wildpferde registrieren und Nächte in Ställen verbringen. Aber das war es wert. Stallpunkte sammeln lohnt sich eben. Dabei ist, da hängst keine Möhre ab. Kumpel, du starrst mich jetzt seit einiger Zeit schon ziemlich an. Ist irgendwas? Was denn, was denn? Neidest du mir etwa mein exklusives extravagantes Geschirr? Ha? Ist ja auch klar, wie Huflack. So ein Geschirr ist nicht nur hübsch, sondern auch hübsch nützlich. Schließlich kann ein ordentlich ausgestattetes Pferd sogar einen Wagen ziehen. Und als Händler leckt man sich nach so einem praktischen Warenwagen natürlich alle Fingerchen. Ich bin meist in Akala im Nordosten zu finden. Wenn du mich mal antraben siehst, melde dich doch mal bei mir. Okay. Du machst dir Sorgen? Hallo, guten Tag. Ich hatte gerade Lust auf eine Plauderei. Da sprichst du mich an. Sehr schön. Wo soll es bei dir so hingehen? Ich werde mich am Stall am Berge in den heißen Quellen dort entspannen. Wenn man der Straße nach Osten folgt, kommt man zum Stall am Berge. Dort in der Nähe gibt es viele heiße Quellen. Das wäre toll. Jeden Tag eine andere heiße Quelle. Ja, dann viel Spaß. So, und Terry, ich brauche Pfeile. Du hast doch sicher noch Pfeile für mich. Na sowas, ich hätte nicht erwartet, sie hier zu treffen. Sie müssen wirklich eine ausgesprochen gute Teleportationstechnik haben. Ja, ja, genau. So. Alles, danke. Und die Holzpfeile gerne hier. Das Set hätte ich gerne noch. Nein, ich will das gerne kaufen. So. Okay, also. War diese Frau etwa... Könnt ihr mir etwas mehr über diese Nacht erzählen? Die Nacht, in der sich die große Fee zurückzog. Wo ist unser Trommelmensch? In Ordnung, also es geschah einige Zeit, nachdem der Kataklysmus uns heimgesucht hatte. Die große Fee zeigte sich plötzlich nicht mehr. Wir waren besorgt, doch als wir losfuhren, um ihren Besuch abzustatten, hatten wir selbst einen Unfall. Es war entsetzlich, entsetzelissimo. Plötzlich sprang eine Frau mit blonden Haaren direkt vor unseren Wagen. Das Pferd bekam es mit der Angst zu tun und lief davon. Doch noch schlimmer traf es einen der unseren, sozusagen ein Vollmitglied des Ensembles.
unser lieber hochgeschätzter Allegro hat mal seine Räder eingebüßt. Oh Gott. Welch entsetzliches Unglück. Der Allegro ist unser Wagen. Hätte ich erwähnen sollen. Ohnehin können wir nicht einmal unsere Instrumente transportieren. Zum Glück wurde niemand verletzt, aber die große Fee scheint noch immer vor etwas Angst zu haben und versteckt sich in ihrer Knospe. Ich bin mir sicher, dass diese Frau irgendwas mit der großen Fee gemacht hat. Da gibt es gar keinen Zweifel. Wer sonst läuft nach einem Unfall einfach so davon, ohne auch nur ein Wort der Entschuldigung? Nun, was auch immer der Grund war, sich zu verstecken, wir möchten für die große Fee spielen, um sie aufzuheitern. Doch da der Allegro kaputt ist, können wir unsere Instrumente nicht transportieren. Ah ja, eine blonde Frau, also ich frage mich, ob... Du meinst Zelda? Ach, Sian, hallo Kollege, wusste gar nicht, dass du in der Gegend bist. Du kommst gerade recht, denn halt dich fest, es gibt Arbeit. Diese Musiker hier berichten, dass die große Fee in des Stalls ihre Knospe versteckt. Es klang jetzt irgendwie falsch. Der Grund dafür konnte eine blonde Frau sein, die in irgendeiner Form in diese Sache verwickelt ist. Ich denke ja, dass es die Möglichkeit durchaus gegeben ist, dass es sich dabei um Prinzessin Zelda handelt. Naja, natürlich drucken wir nicht einfach unüberprüfte Gerüchte in unserer Zeitung ab. Da müssen wir zumindest einmal die große Fee selbst fragen, wie sie alles zugetragen hat. Bin ich gut? Ja, ganz genau. Wie sehe ich das? Hast du das Zeug zum echten Reporter? Siehst du die große, seltsam anmutende Pflanze dort auf der Anhöhe? Ja, in der Knospe befindet sich die große Fee und man sagt, dass sie der Musik sehr zugetan sei. So soll sie sich zuweilen auch schon im Stall genähert haben, um dem Auftritt des Ensembles zu lauschen. Dabei handelt es sich allerdings um ein Gerücht, das ich noch nicht verifizieren konnte. Man sagt außerdem, dass die große Fee Reisende mit ihren Segen schützt. Da ist ihre Präsenz für den Stall von großer Wichtigkeit. Ich hoffe, dass ihr bald wieder besser geht. Ja, also wir müssen irgendwie eine Möglichkeit finden, zur großen Fee zu gelangen. Aber unser Pferd ist davon gelaufen und unser Wagen, der Allegro, ist kaputt. Ich weiß einfach nicht, was wir tun sollen. Gut, das heißt, mit dem Wagen kriegen wir hin und ein Pferd haben wir auch, also. Hier liegen ja praktischerweise Räder rum. So. Hat der gerade Miau Miau gesagt? Ja, nee, so macht man kein Rad an einen Wagen dran. Link, Link, Link. Manchmal gibt es mir ein bisschen zu denken. So. So, ist doch wieder wie neu. Wenn ihr unsere Musik noch erreichen könnt. Ich fahre euch. Ach, wirklich? Er hat ein Allegro bearbeitet. Vielleicht bewegt er sich jetzt. Schnell, steigen wir auf, bevor unser Helfer sich noch anders überlegt. Finde ich gut. Hol ich mir jetzt noch kurz unser Pferdchen. Pferd abholen. Und Beauty. Ich lasse jetzt Beauty zu uns bringen. Ja, einen Moment bitte. Ja, ja, lass dir Zeit. Ist nicht so, als hätten wir was eilig oder so. Danke, dass du gewartet hast. Möchtest du deine Ausstattung ändern? Ja, definitiv. Ich hätte gerne das Geschirr. Passt das so? Das Zomzang können wir noch wechseln. Achso, das ist schon angelegt. Ja, sieht doch gut aus. Ja, ja, bla bla bla. Ausrüstung ändern und so weiter. Das Gequatsche von den Stellen überspringe ich jeweils. Das ist selten sehr erhellend. So. Der Lego schaukelt ja. Was? So. Und mit denen sollen wir jetzt hoch zur großen Fee, nehme ich an. Na dann, machen wir das mal. Die ist ja eh gleich da oben, also
Sollte schnell gemacht sein. Ich hätte eigentlich die Hoffnung, dass wir hier unseren Trommelspieler wieder treffen. Aber hey, ob wir jetzt die Fee hier öffnen oder die andere, am Ende des Tages nicht so ein großer Unterschied. So. Vielen Dank, von hier an können wir alles weiter übernehmen. Los, Herr Kapellmeister, es ist an der Zeit, die Aufführung vorzubereiten. Legen wir unser ganzes Herz in die Aufführung mit der großen Fee Willen. Sie wollte ja eigentlich nur eine Geige hören, von daher. Klingt nicht übel. Es hat ihr wohl gefallen. Ja, immer noch leicht bekleidet und leicht schräg. Was bist du, Mario? Sieh nur, Violante, große Fee zeigt sich. Ja, sie ist wirklich erhaben. Oh, Pan ist auch hier. Du hast es geschafft, Kollege. Ich habe gesehen, wie sich die Knospe geöffnet hat und bin sofort hergeflogen. Das ist sie also, die große Fee. Mhm. Ah, diesen sanften Klängen konnte ich nicht widerstehen. Ich musste mich einfach zeigen. Doch was ich hier erblicke, unterscheidet sich sehr von Prinzessin Zeldas Schilderung. Sie sprach von einer Welt voller Miasma, die den Monstern anheimgefallen ist. Da beschloss ich mich zu verstecken. Mhm. Aber da ich nun über nachdenke, bei dieser Prinzessin Zelda hatte ich ein äußerst merkwürdiges Gefühl. Es war nachts, daher konnte ich ihr Gesicht nicht deutlich erkennen. Vielleicht habe ich sie also verwechselt. Sie hat ausgesehen wie Prinzessin Zelda, aber es war nicht Prinzessin Zelda. Wie kann das sein? Hinter dieser Sache scheint ein noch finsteres Geheimnis zu stecken, als ich anfangs dachte. Andererseits ist allein die Tatsache, dass die große Fee sich wieder zeigt, schon eine Riesenschlagzeile. Ich soll mich beeilen und einen Artikel darüber schreiben. Oh, stimmt ja. Da war dein erster Auftrag, richtig, Kollege? Und gleich beim ersten Mal hast du einen solchen Ergebnisse vorzuzeigen. Ja, das ist, ich bin direkt etwas stolz auf dich. Hier, das ist die Belohnung für unser Nesthäkchen. Ah, cool, 50 Rubine. Wenn du so länger dabei bist, erhöht sich der Lohn und du kannst sogar Boni erhalten. Weiter so. Ich werde meinem Kurier von dieser Angelegenheit berichten. Das wird ein sehr lesenswerter Artikel. Abflug! Ja, fliegen wie der soll man können. Herr Kapellmeister, ich dachte immer, dass das Ensemble sich aufgelöst hat, weil alle meine Geige überdrüssig waren. Pappalapissimo! Violante, deine Geige hat einen vorzüglichen Klang, der sogar das Herz einer großen Fee bewegen konnte. Ich glaube, ich habe jetzt etwas mehr Selbstbewusstsein, wenn ich meine Geige spiele. Auch die anderen großen Feen sollen sich in ihren Knospen verbergen. Ich möchte sie mit meiner Musik aufheitern, oder vielmehr mit unserer Musik. Das ist eine ausgezeichnete Idee. Ich verkünde hiermit die Neugründung des Ensembles zügellos. Reisender, ich danke dir, dass du uns so weit gebracht hast. Seit einmal ist das Ensemble nur aus uns zwei bestehen, doch wir werden wieder vollständig sein, daran glaube ich fest. Gut, dann sollten wir gleich alle nötigen Vorbereitungen treffen, Violan. Beeilen wir uns, um für die großen Feen zu spielen, die sie noch nicht verborgen halten. Eine Serenade für die große Fee. Gut. Hm? Ja, beschäftigt gewirkt, da wollte ich mich schon in meiner Knospe zurückziehen, doch dann bemerkte ich, dass ihr darüber spracht, meine Schwestern aufzumuntern, und so hielt ich inne. Insgesamt ziehen wir zu viert. Oh. Und ich hörte, dass sich auch meine Schwester in ihren Knospen verbergen. Ah, markiert sie uns die jetzt, oder wie? Mia sollte sich in der Nähe des Stahls in Hebra aufhalten. Caesar hält sich in der Nähe des Stalls in der Ebene von Hyrule auf. Kotura ist in der Nähe des Stalls im Westen der Kluter. Ich war um sie besorgt, doch nachdem ich nun die Pläne des Ensembles kenne, bin ich zuversichtlich. Sollst du noch andere Knospen sehen, sprich bitte unbedingt auch mit meinen Schwestern. Oh, und bei der Gelegenheit, möchtest du das deine Ausrüstung für dich verbessern? Oh. Im Moment kann ich deine Kleidung nur ein wenig verstärken. Ja, gerne.
Was können wir denn verbessern? Die Kletterausrüstung leider nicht. Dafür brauchen wir Spurtlinge. Gut, die werde ich dann off-cam farmen. Aber das hier, Opal und Sonanium brauchen wir dafür. Das machen wir doch gleich mal. Ich möchte das Kleidungsstück Ruzahelm verstärkt haben, ja? Schließ jetzt einfach deine Augen. Ja, die ist zumindest nicht mehr ganz so weird wie früher. Ruzahelm von 2 auf 4 hochgestuft, sehr gut. Ich muss ganz unbescheiden sagen, das ist mir wirklich gut gelungen. Doch sag einmal, was hältst du davon, dir Verstärkung noch eins draufzusetzen? Manche Sätze hatten nämlich nach zweimaligen Verstärken aller zugehörigen Kleidungsstücke einen Set-Bonus. Aber wie gesagt, nur manche Sets. Noch etwas? Ja, dann lasst uns doch schauen, was brauchen wir hierfür? Das haben wir definitiv alles. Lasst uns mal einfach die Rüstung, die wir können, verstärken. Ich beschleunige euch erst ein bisschen. Ja, wobei, wir können das ja auch so machen. Das geht ja doch relativ schnell, sehe ich gerade. Sehr gut. Einfach alles einmal verbessern. Mehr können wir nämlich momentan ja auch nicht. Fast schon zu gut gelungen. Noch etwas? Ah, einfach mal alles hier, was wir machen können, machen wir. Auch da von 4 auf 7. Fast verdoppelt. Oh, ups. Mach's gut. Ja, ich glaube, ich schneide euch das doch rein. Ich upgrade hier mal alles, was wir upgraden können. Und dann geht's zurück zum Stall an den Zwillingsbergen. Bis gleich. So, wir sind wieder am Stall und jetzt sind auch unsere Musikerfreunde hier. Wie soll ich so dirigieren? Oh, mein reisender Freund, zieh nur, nein, hör nur. Beats, unser wackerer Trommler Beats, ist wieder bei uns. Was bin ich nur für ein lausiger Ensembleleiter, meinen Musikern solche Sorgen zu bereiten. Oh, das schwindende Publikum war natürlich noch nicht gerade motivationsfördernd, aber jetzt schlägt das Herz des Ensembles zügellos wieder im Takt von Beats Trommel. Verzeih mir, dass ich so viel plaudere, aber ich bin ekstatisch, ekstatissimo. Übrigens, mein reisender Freund, machst du dir Sorgen um die große Fee? Ne? Huch, da lag ich wohl falsch, wie es scheint. Ich dachte bloß, du wärst hier zum Stall der Zwillingsberge gekommen, um die große Fee Kotura zu finden. Eigentlich schon, ja, aber die will Trommeln hören. Leider versteckt sich auch die hiesige große Fee in ihrer Blumenknospe, wie ich hier vorkomme. Ich finde sie verschreckt, genau wie die große Fee am Stall des Waldes, und zeigt sie einfach aus Angst nicht. Die große Fee dieser Region war ganz verliebt in Beats Trommelei. Die Klänge seiner Trommel machten sie so froh. Ich würde ihr nur zu gerne mit etwas Getrommel aufhalten und bloß... Aha. Die Brücke, über die den Weg zur großen Fee führt, ist kaputt. Mit Pferdewagen scheint es aussichtslos, an das andere Ufer zu schaffen. Herr Kapellmeister, wenn die Brücke hinüber ist, könnte man dann nicht einfach durch den Fluss durchwarten? Ja, ja. Auch eine Idee. Was soll's? Wir marschieren einfach durchs Wasser. Gut, der Beschluss steht fest. Dann mal los, Leute, alle rüber zum Fluss. Ja, ja. Wenn die große Fee sich wieder zeigt, dann wird sie ganz sicher auch dir ihren Segen schenken, Reisender. Wenn du Lust hast, begleite uns doch zu ihr. Okay. Ich muss für euch Idioten jetzt nichts tun? Das wäre ja schon zu schön, um wahr zu sein. Na, ja, natürlich nicht. Wegen der kaputten Brücke wollten wir den Fluss hier überqueren, aber hier war Ende Gelände. Ja, die Räder abzunehmen und den Allegro schwimmen zu lassen, war aufgrund der Stürmung keine gute Idee. Naja, die große Fee ist so nah und doch so fern. Ich weiß aber nicht mehr weiter. Große Fee ist doch gleich da drüben, Mann. Ja, sehe ich. Ich bin ja nicht blind. Genau wie die große Fee des Stalls Waldes hat auch sie vor Angst eingeschlossen. Ja, aber das Trommelspiel von Beats immer geliebt hat sie und deshalb würden wir sie gerne damit aufheitern. Aber, die Brücke ist unbenutzbar. Allegro ist leider kein Amphibienfahrzeug. Wie kommen wir bloß zur großen Fee, um im Fluss zu ertrinken? Ah, okay, ich muss den zuerst umbauen, bevor die mich mit ihnen sprechen lassen. Gut, also. Wenn das Ding jetzt noch kein Amphibienfahrzeug ist, dann wird es das gleich werden. Dafür sorgen wir schon. So,
So, das hier hin. Dieses Kutschenteil. Aber jetzt aber mal dahin. Hat eine ziemlich gute Breite, sehe ich gerade. Nice. Okay. Dann brauche ich definitiv eine Batterie, wäre nützlich, wenn wir schon eine kostenlos bekommen. Die kommt dahin. Unsere Lenkplattform kommt wie immer nach vorne. Und zwar hier. Dann brauchen wir jetzt eigentlich nur noch einen Antrieb. Und den haben wir auch schon in Form von Ventilatoren. Können wir gleich mal die Kutsche nutzen, um die anzumachen, denke ich mir. So. Das Ding sauft nicht ab. Ist ein bisschen hecklastig. Ich glaube aber, dass wir das beheben können, indem wir einfach nochmal ein zweites Brett dahin machen. Müsste wahrscheinlich nicht mal so ein großes sein. Ich glaube, ich nehme eins von diesen kleineren hier. Der Antrieb hat nicht ganz hinten, aber das ist ja nicht so schlimm. Geht das? Ja, das sieht doch ganz ordentlich aus. So ist dieser Kapellmeister jetzt hin. Da. Bückewohl, können wir den Fluss überqueren, aber ja, so uns ausgreift war die Idee dann doch nicht. Ich fahre euch. Ja, ja. Freude, Fratissimo! Oh, ihr habt doch so sehr auf diese Worte gewartet und ja, das ist super. Leute, rein in den Wagen, ehe es sich noch anders überlegt, Mann. Ja, dann hüpft da mal rein. Schauen wir mal, wie gut das schwimmt. Ich habe es noch nicht getestet, meine lieben Freunde. Na, bisher doch ganz passabel. Sag ich passabel? Das ist super. Also noch besser geht ja nicht. Oh, große Fee, endlich sind wir hier. Also muss ich ganz alles fertig machen. Es geht um nichts Geringeres als die gute Laune der großen Fee, Mann. Okay. Ist der plötzlich so aufgeheitert hier? Überheblich war er immer schon ein bisschen, aber jetzt nervt er ein bisschen. Die große Fee hat ihr liebliches Antlitz gezeigt und ihr einsiedlische Phase scheint jetzt auch beendet. Das schlägt doch gleich mein Herz höher und meine Trommel sowieso. Die Musik des Ensembles zügellos ist wahrhaftig das Patentrezept gegen Angst und schlechte Laune. Noch einmal, tausend Dank. Ja, gern geschehen. Hier, ich habe eine Belohnung für dich, die dir die Tasche sprengt. Komm schon, zieh dich nicht. Okay. Damit haben wir jetzt von denen schon 150 Rubine bekommen. Nice. Endlich meine Tasche leichter. Ja, du kannst mir noch mehr geben, Mann. Jetzt kann ich mich nicht ganz aus dem Regieren konzentrieren. Ja. Der lieben Kotura geht es wieder glänzendissimo. Aber leider war es nicht die letzte große Fee, die sie in der Knospe zurückgezogen hatte. Doch es wäre gelacht, wenn wir nicht auch die nächste aufheitern können. Weiter geht die Reise. Verehrter Reisender, vielen Dank. Eine Serenade für Kotura. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Scheint aber so. Herrlich, wieder hier draußen zu sein. Die frische Luft ist einfach betörend.
Der feurige Rhythmus der Trommel hat mein Herz erwärmt. Bleibt nur zu hoffen, dass dir in meiner Gegenwart jetzt nicht zu heiß wird. Denn wenn du mir die notwendigen Materialien bringst, verstärke ich deine Kleidung. Na, wie wäre das? Ich habe genug Kraft, um deine Kleidung ein gutes Stück zu verstärken. Nice. Oh, wir können sogar die ganze Zura-Rüstung einmal upgraden. Das ist sehr schön. Dafür brauchen wir Hyrule-Barsche und den Exalfos-Sporn. Ja, Schwimmtempo kriegt die, aber ansonsten ist da nicht viel Neues mit bei. Gut, ich würde sagen, ich mache das off-cam. Wir fehlen sowieso ganz, ganz viele Materialien. Hier, flederweiße Augen. Moblinherze, Glutkraut, gelbes Schleim, Elektro-Exalfos-Schlee. Ich nehme es definitiv auf, wenn ich es dann durchklicke und füge es euch am Anfang des nächsten Parts dann als kleines Timelapse-Video ein. Und ich beabsichtige, das eigentlich alles auf Stufe 2 zu upgraden, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Also, bleibt dabei und lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und schönen Tag und ciao, Leute. Bis später.